Herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture mit smarten Zielen zum Erfolg. Mein Name ist Deborah Peine, ich bin Diplompsychologin und arbeite als psychologische Beraterin im Studiencoaching im ZFBK. Ja. Wenn Sie uns noch nicht kennen, vielleicht haben Sie schon mal diese orangenen Flyer gesehen, die auch hier in der Bibliothek ausliegen. Das Studiencoaching ist ein psychologisches Beratungsangebot für alle Studierenden aus allen Fachbereichen, die Fragen oder Schwierigkeiten im Studium haben und dazu ja eine kleine Hilfestellung sich wünschen. Das können Fragen sein wie zum Beispiel, wie kann ich mich gut auf Prüfungen vorbereiten, wie kann ich besser meine Zeit managen, wie gehe ich damit um, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gedacht habe, wenn eine Klausur schlechter ausgefallen ist oder wenn ich mich nicht motivieren kann oder wenn ich das Gefühl habe, vielleicht passt das Studium auch nicht so richtig zu mir. Ja. Mit all diesen Fragen können Sie in die persönliche Beratung kommen oder auch unsere Workshops besuchen. Da haben wir jetzt im Januar noch zwei Workshops, auch noch mit freien Plätzen. Einmal zum Thema Entspannungstechniken und einmal zum Thema Lerntechnik. Heute bin ich mit einem Thema hier, mit dem sich ganz viele Studierende beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie können wir uns Ziele setzen, die wir tatsächlich erreichen können und die uns auch motivieren, sodass wir dann am Ende auch ein Erfolgserlebnis haben. Ja. Man kann sich unter Zielen ganz unterschiedliches vorstellen oder ganz unterschiedliche Art von Zielen sich setzen, größer oder kleiner oder schwerer oder leichter erreichbar oder Ziele, die mehr oder weniger mit unseren eigenen, ja, mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unseren Zielen zu tun haben. Ich habe Ihnen zu Beginn mal ein paar Ziele mitgebracht, die Sie vielleicht von sich kennen oder von Leuten aus Ihrer Umgebung. Das sind so Ziele in dieser Art. Ich sollte mal mehr tun für die Uni oder das nächste Semester soll auf jeden Fall besser werden als das letzte Semester. Oder auch, ich möchte gute Noten schreiben oder dieses Mal bin ich wirklich mal früher dran mit meinen Hausarbeiten. Das sind alles erstmal Ziele, die durchaus erstrebenswert sind. Also es ist toll, wenn man das hinbekommt, dass dieses Semester erfolgreicher ist, dass man pünktlicher ist, dass man mehr gelernt hat und auch hinterher mit besseren Noten belohnt wird. Die Schwierigkeit bei dieser Art von Zielsetzung ist, dass sie erstmal ziemlich unkonkret bleibt. Das ist eher sowas wie ein guter Vorsatz. Also, oh, es wäre schön, wenn das so wäre, aber man hat vielleicht noch nicht so den richtigen Plan, wie man da auch tatsächlich hinkommt oder was so der nächste Schritt sein könnte, dem ein bisschen näher zu kommen. Eigentlich ganz gut vergleichbar mit diesen Neujahrsvorsätzen, die auch ähnlich formuliert sind. Mehr Zeit für die Familie haben, weniger Stress haben, gesünder leben. Das sind ja auch diese Vorsätze, die Ende Januar so langsam schon wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Also diese Art, also sich gute Vorsätze zu fassen, hat so die Schwierigkeit, dass sie oft relativ vage bleiben. Es ist nicht so richtig klar, was ist damit gemeint mit mehr für die Uni tun. Woran würde ich das eigentlich merken, dass ich das jetzt getan habe? Was wäre so der nächste Schritt? Was wäre so der nächste kleine Erfolg, den ich haben könnte? Oder es sind noch Ziele, deren Erreichung erst in weiterer Entfernung liegt. Also bis ich eine gute Note in der Klausur bekomme, das dauert ja noch bis Ende Februar. Und so die Frage, so was müsste ich eigentlich jetzt heute schon dafür tun? Und das führt dazu, dass manchmal diese Ziele uns nicht so richtig motivieren oder die Motivation relativ schnell wieder verloren geht. Ja. Es gibt ein paar andere Fragen, die Sie sich stattdessen stellen können oder zusätzlich stellen können. Sie sollen ja nicht diese Ziele ganz aus den Augen verlieren, sondern zusätzlich schaffen, sich ein Ziel für den heutigen Tag zu setzen. Das heißt, Sie können sich fragen, was ist meine Aufgabe für heute? Also, wenn man so diesen ganzen Berg an Aufgaben hat oder diesen ganzen riesen Lernstoff vor sich sieht, was ist eigentlich das, was ich heute lernen kann? Also, sich erstmal nur darauf zu konzentrieren. Was ist heute meine Aufgabe? Was kann ich davon bis heute Abend erreicht haben? Also, wenn Sie gedanklich sich bewegen Richtung heute Abend und Sie packen wieder Ihre Sachen hier zusammen und fahren nach Hause. Was können Sie dann erreicht haben? Was wäre für Sie da ein guter Schritt? Also ein guter Schritt, dass Sie sehen, dass Sie Ihrem großen Ziel ein bisschen näher gekommen sind. Also woran würden Sie das eigentlich merken? Und woran würden Sie dann auch merken, dass dies heute ein erfolgreicher Tag war? Das ist eine Frage, die ich schon oft Studierenden gestellt habe. Woran merkt ihr eigentlich, dass dieser Lerntag erfolgreich war? Und da kommt erstmal oft Schweigen zurück, weil es gar nicht so leicht ist, das festzuhalten. Was bedeutet jetzt eigentlich erfolgreich sein?
Man kann das sicherlich ganz unterschiedlich definieren. Ich definiere gerne Erfolg so, als man setzt sich ein Ziel und man erreicht dieses Ziel. Und das sozusagen ist dann ein Erfolg, also ein vorher festgelegtes Ziel erreicht zu haben. Und das ist ein Gefühl, was die allermeisten Menschen mögen. Also dieses Gefühl, erfolgreich zu sein, ein Erfolgserlebnis zu haben. Passt das auf Sie auch? Mögen Sie, wer von Ihnen mag auch Erfolgserlebnisse? Ja? Ah, doch, genau. Wenn man das so definiert als ein Ziel erreichen, bedeutet das, dass wir selber ein bisschen in der Hand haben, wie wahrscheinlich es ist, heute einen Erfolg auch zu haben. Das hängt davon ab, wie wir diese Ziele festlegen für den heutigen Tag. Und da habe ich Ihnen diese smarten Ziele mitgebracht, die also eine kleine Anleitung geben, wie man sich ein gut erreichbares Ziel für den heutigen Tag setzen kann. Ja, also SMART, also ist ein Akronym, jeder Buchstabe steht für einen Schritt. Und der erste Schritt ist, dass wir uns ein möglichst spezifisches Ziel suchen sollten. Also wenn Sie ausgehen von, heute möchte ich diesen Text lernen, dann sollten Sie sich möglichst gut überlegen, was bedeutet jetzt eigentlich, diesen Text zu lernen. Woran würden Sie merken, dass Sie diesen Text gelernt haben? Bedeutet das zum Beispiel, dass Sie die wichtigsten Aussagen dazu wiedergeben können, dass Sie jemand anderem erklären können, was der Unterschied zwischen Theorie A und Theorie B ist, oder dass Sie eine Abbildung beschriften können, oder dass Sie eine Definition auswendig aufsagen können. Also was genau bedeutet für diesen einen Lerninhalt jetzt, das habe ich gelernt. Also das möglichst konkret zu formulieren. Dann als nächstes, oder was damit auch schon oft verbunden ist, ist, dass es ein messbares Ziel ist. Also Sie brauchen so diesen Moment, wo Sie sagen können, okay, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich da auch einen Haken hintersetzen. Zum Beispiel, wenn ich die 5 Karteikarten, die ich geschrieben habe, beiseite lege, auf den Stapel sind dann anderen Karteikarten. Oder wenn ich jemand anderen es erklärt habe, worum es in diesem Text geht, und der sagt, ja, das habe ich ganz gut verstanden, das könnte auch so ein messbares Ergebnis sein. Vielleicht sogar etwas Beobachtbares, also dass sogar jemand anderes feststellen könnte, ja, das ist jetzt so erfüllt. Ja. Dann ist wichtig, dass es ein Ziel ist, das zu unseren großen Zielen passt. Zum Beispiel zu einem großen Ziel, eine gute Hausarbeit abzugeben, eine gute Klausur zu schreiben, den Lernstoff zu lernen. Dass wir das Gefühl haben, okay, dieser Text heute, der ist dafür auch relevant. Dafür ist es gut, sich mit diesem Text zu befassen. Und was es auch bedeutet, ist, dass wir uns ein möglichst positiv formuliertes Ziel überlegen sollten. Das bedeutet, dass wir es so formulieren, was wollen wir erreichen und nicht, was wollen wir nicht erreichen. Also statt sich vorzunehmen, oh, heute darf ich aber nicht wieder erst so spät in die Bibliothek und ich darf nicht wieder so viel aufschieben, lieber zu sagen, heute nehme ich um 10 Uhr den Bus und fahre in die Bibliothek und mache da meine Zeit. Also immer gucken, was ist das, was ich möchte, nicht, was möchte ich nicht. Ja. Dann ganz wichtig zu schauen, was ist für mich realistisch, für mich, für meine Umstände. Es gibt sicherlich Leute, die können sich vielleicht mehr vornehmen für heute, weil sie schon mehr Vorwissen haben, weil sie mehr Zeit haben, weil sie den Stoff schneller verstehen. Das ist aber für unser eigenes Ziel nicht relevant, sondern zu gucken, was passt für mich heute in meinen Tag. Ja. Und dann natürlich ganz wichtig, sonst hilft das Ziel nicht, sich zu überlegen, wann mache ich das eigentlich? Wann passt es heute? Bis wann möchte ich das erledigt haben? Vielleicht sich auch zu überlegen, wo mache ich das, mit wem, was brauche ich für Materialien? Und das alles möglichst konkret sich zu überlegen. Ja. Ein Beispiel für, ich möchte mehr lernen, könnte sein, heute nach der Vorlesung setze ich mich in die Bibliothek, lese Kapitel 1.2 und notiere dazu die 3 wichtigsten Aussagen. Das ist ein ganz spezifischer Zwischenschritt. Es geht nur um dieses Teilkapitel. Es ist auch ein ganz klares, messbares Ergebnis. Nämlich dann, wenn ich das Blatt sehe mit den 3 Aussagen, bin ich fertig. Es passt zu meinem Ziel, also eine gute Hausarbeit zu schreiben, mich gut vorzubereiten auf eine Klausur. Es ist positiv formuliert, also das, was möchte ich schaffen. Und es ist, nehmen wir mal an, für mich auch realistisch, weil ich weiß, ich habe das Buch, ich habe die Materialien, ich weiß, ich habe zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich auch Zeit nach der Vorlesung oder nachdem ich in der Mensa war, wie auch immer ich das so definiere. Und ich weiß sozusagen, das passt sozusagen zeitlich und die UB ist ein guter Ort, wo ich vielleicht auch konzentriert arbeiten kann. Ja.
Vielleicht geht Ihnen das ja schon gerade so im Kopf ein bisschen rum, was Sie so heute so für Ziele haben, was Sie sich vielleicht überlegen könnten, was Sie sich vornehmen könnten noch für den heutigen Tag. Vielleicht fangen Sie damit an, sich was relativ Kleines zu überlegen. Also vielleicht lieber mehrere kleine Ziele als ein großes. Vielleicht mehrere kleine Ziele, sagen wir, für einen Zeitraum von so 30 Minuten. Das ist ganz gut überschaubar. Und da überlegen Sie sich dann ganz genau, was ist das, was ich als großes Ziel verfolge? Was hat dieses kleine Ziel damit zu tun? Was ist für mich heute realistisch? Was möchte ich heute tatsächlich erreichen? Und planen Sie so ein bisschen so drumherum. Wo machen Sie das wann? Mit wem? Was brauchen Sie vielleicht noch an Materialien? Ja, und egal, ob Sie jetzt heute viele oder weniger Ziele angehen und erreichen, es ist immer so, dass alle kleinen Zwischenerfolge einen Wert haben. Und das ist etwas, was manche vergessen, sich das so zwischendurch auch so bewusst zu machen. Also viele haben so den Blick darauf, oh, was muss ich alles noch machen oder was habe ich heute nicht geschafft, was ist mir heute nicht gelungen. Und das hat sicherlich auch so seinen Wert, darauf zu gucken und zu überlegen, was kann ich beim nächsten Mal anders machen. Aber die psychologisch ja vielleicht schönere oder motivierende Frage ist, was ist mir heute eigentlich richtig gut gelungen? Also worauf kann ich heute vielleicht sogar ein bisschen stolz sein? Was habe ich heute erreicht, sodass ich dann auch gut Feierabend machen kann? Was davon, was mir heute gelungen ist, möchte ich in den nächsten Tagen auch genauso wieder weiter umsetzen? Ja. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, dürfen Sie mich gerne jetzt gleich im Anschluss noch ansprechen oder, wie gesagt, Sie können die persönliche Beratung im Studiencoaching nutzen. Sie finden bei StudIP die Wunschtermine online und können sich dort einfach mit einem Mausklick anmelden. Das Ganze ist kostenlos und vertraulich. Und ja, dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, dass ich Ihnen natürlich eine schöne Weihnachtszeit wünsche und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und ganz viel Erfolg bei den vielen kleinen Zielen, die Sie sich noch setzen.